In diesem Video rechne ich eine etwas kniffligere Optimierungsaufgabe. Und du solltest jetzt unbedingt auf Pause drücken und erstmal diese Aufgabenstellung ganz genau durchlesen und dir einen Ansatz erstmal selber überlegen. Wenn du nicht erstmal gedanklich selber investierst, dann wird das, was ich jetzt hier rechne, völlig über deinen Kopf hinweggehen. Also ich fange jetzt mal an. Also erstmal die Fakten. Zylinder, der hat eine Höhe, nennen wir sie H, und einen runden Fußboden und eine runde Decke. Und die Größe von diesen beiden Kreisen ist abhängig von einem Radius, den nennen wir einfach mal R. Das ist ein bisschen klein gezeichnet, du weißt, was gemeint ist. In diesen Zylinder sollen 1000 Kubikzentimeter reinpassen. Das heißt, wenn wir den Radius vergrößern, müssen wir die Höhe verringern und umgekehrt. Normalerweise gehen solche Optimierungsaufgaben in die Richtung, dass man sagt, man will herausfinden, was ist der geringste Materialverbrauch. Diese Aufgabe geht aber noch einen Schritt weiter und sagt, dass das Metall für den Fußboden und für die Decke viermal so teuer ist wie die Pappe, die den Mantel sozusagen bildet. Das ist also noch eine kleine Schwierigkeit mehr, die man mitbedenken muss. Trotzdem fangen wir an mit einer Formel für die Oberfläche, denn die Anzahl der Quadratzentimeter, die brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir diesen Zylinder zerlegen, also den Fußboden und den Deckel abmachen und jetzt einmal hier mit der Schere so durchschneiden und das auseinanderfalten, diesen Mantel, dann bekommen wir drei Teile, also einmal hier natürlich Fußboden und Deckel, und dieser Mantel, wenn man den auseinanderfaltet, dann ist es ein Rechteck. Ich habe das so ein bisschen schräg gemalt, dass man sieht, was das mal sein sollte. Also wenn man hier nochmal platt mit der Hand drauf drückt, dann ist es ein ganz gerades Rechteck. Flächeninhalt vom Kreis, Pi r Quadrat, den haben wir zweimal, also nochmal Pi r Quadrat. Und dieses Rechteck hat die Höhe h, das ist die Höhe des Zylinders. Und diese Länge hier, das ist der Umfang dieses Kreises. Und die Formel für den Kreisumfang ist 2 mal r mal Pi. Also 2 Pi r. Die Fläche ist also 2 Pi r mal h, also die Seite mal die Seite. 2 Pi r h plus 2 mal Pi r Quadrat. Also was jetzt hier steht, ist die Anzahl der Quadratzentimeter in Abhängigkeit von zwei Längen, die wir noch nicht wissen, R und H. Wie kriegen wir jetzt die Kosten da rein? Wir haben ja keinen Preis genannt bekommen. Wenn in der Aufgabe stehen würde, die Pappe kostet pro Quadratzentimeter 0,1 Cent, dann wüssten wir, dieses Metall oben und unten kostet pro Quadratzentimeter 0,4 Cent. Da wir aber nicht den Preis ausrechnen sollen, sondern nur gucken sollen, wo es ist am billigsten, sagen wir einfach, Preis für die Pappe ist C, dann ist dementsprechend der Preis für das Metall pro Quadratzentimeter 4C. Also dann schreibe ich das mal so auf. Also 2 PRH, die Anzahl der Quadratzentimeter Pappe, 2 PRH mal C plus jetzt 2 PR Quadrat, das ist die Anzahl der Metallquadratzentimeter mal 4C. Das kann man noch ein bisschen vereinfachen. Die 2 und die 4, das ist dann 8. So, das ist das Vereinfachte. Sieht ziemlich übertrieben aus, ich weiß, aber wenn wir nachher die Ableitung bilden und dann das Minimum suchen, wird C wegfallen. Man könnte theoretisch für C auch irgendwelche Zahlen hinschreiben, 1 und 4 oder 2 und 8 oder 5 und 20 oder sowas. Mit dem Buchstaben C weiß aber jeder, was gemeint ist, also dein Mathelehrer macht da dann kein Fragezeichen dran. Ich hoffe, du weißt auch, was gemeint ist. Also wir haben jetzt unsere Hauptbedingungen. Das sind die Kosten. Hauptbedingung schreibe ich mal daneben. Und jetzt die Nebenbedingungen.
gucken wir nochmal in den Text. Ein zylindrischer Behälter mit dem Volumen 1000 Kubikzentimeter. Das Volumen ist 1000 Kubikzentimeter. Wie ist die Formel fürs Volumen vom Zylinder? Das ist Grundfläche mal Höhe. Grundfläche ist Pi r Quadrat, die Höhe ist h, also Pi r Quadrat mal h und das ist gleich 1000. Man sollte jetzt eigentlich noch Kubikzentimeter dahinter schreiben, mache ich jetzt nicht. Die Einheiten soll man eigentlich immer mitschleppen, dann kann man auch besser überprüfen, ob man sich irgendwo verrechnet hat. Das wird allerdings langsam ziemlich unübersichtlich, deshalb schreibe ich nur 1000. Also das ist unsere Nebenbedingung. Die formen wir jetzt um nach h, das heißt wir rechnen geteilt durch Pi r Quadrat. Dann steht da, h ist gleich 1000 geteilt durch Pi r Quadrat. Und das setzen wir jetzt ein in die Hauptbedingung. In der Hauptbedingung steht 2πrh und für dieses h, hier steht h gleich, wäre dann 2πrh und h ist 1000 geteilt durch πr Quadrat. R soll das heißen, das auch. Dann nochmal c. Plus 8 Pi R Quadrat mal C. Diese Funktion, das sind die Kosten in Abhängigkeit von R, deshalb nenne ich diese Funktion K von R ist gleich. So, dann kürzt sich Pi gegen Pi und R gegen das Quadrat vom R und 2 mal 1000 sind 2000. Dann bleibt stehen 2000 durch r mal c plus 8 Pi r Quadrat mal c. Also nochmal, diese Funktion beschreibt die Kosten c, in Abhängigkeit vom Radius r. Die Kosten c in Abhängigkeit vom Radius r. Würde dieses c hier nicht stehen, also in diesem Fall 4c, dann hätten wir nur die Quadratzentimeter, die Anzahl der Quadratzentimeter. Anzahl der Quadratzentimeter Pappe, Anzahl der Quadratzentimeter Deckel und Boden. Durch das C wird das Ganze eine Kostenfunktion. Die Anzahl der Quadratzentimeter mal die Kosten. Jetzt suchen wir das Minimum und bilden erste und zweite Ableitung. Dazu schreibe ich diesen Bruch um, 2000 durch R. Den schreibe ich um in 2000 mal c mal r hoch minus 1. Also hier, warum mal r hoch minus 1? Hier steht r im Nenner, r hoch 1. Und wenn wir das in den Zähler ziehen, müssen wir diesen Exponenten negativ machen. Das geht auch wieder umgekehrt. Wir können das wieder in den Nenner schreiben, dann müssen wir das Vorzeichen vom Exponenten wieder umändern. So, den Rest habe ich abgeschrieben, das bleibt. Jetzt die ganz normalen Standardableitungsregeln. Minus 1 mal 2000 ist minus 2000 und minus 1, einer weniger, ist minus 2. Dann bekommen wir folgende Zeile. Minus 2000 mal c mal r hoch minus 2 plus, das ist jetzt wieder abgeleitet, 16 pi r mal c. Kann man so stehen lassen. Ich habe nicht so gerne negative Exponenten da stehen, deshalb schreibe ich es wieder um in den Nenner. Muss man eigentlich nicht. Und dann bekommen wir hier unsere erste Ableitung. Da fehlt noch ein c. Das mache ich mal hier. Dann haben wir minus 2000 c durch r Quadrat plus 16 pi rc. Jetzt noch die zweite Ableitung. Gleiches Prinzip, minus 2 mal minus 2000 ist plus 4000 und r hoch minus 2 wird zu r hoch minus 3. Und dann bekommen wir für die zweite Ableitung
4000c durch r hoch 3 plus 16πc. So, zweite Ableitung. Kästchen drum. Jetzt suchen wir die Extremstelle, das Minimum, und setzen dafür die erste Ableitung gleich 0. Okay, hier unten steht's. Jetzt bringen wir diese 16πRc auf die rechte Seite. Dann steht da minus 2000c durch r² gleich minus 16πRc. Und jetzt sieht man, man kann beide Seiten durch c teilen. Dann fällt schon mal c weg. Schreibt das mal an die Seite. Geteilt durch c. Und was wir machen ist, wir rechnen mal r². Dann fällt nämlich hier unten der Nenner weg. Ja, den wollen wir nicht haben. Also das c ist weg. Minus 2000 gleich minus 16pi mal r hoch 3. R mal r² ist r hoch 3. Wir lösen nach r auf und sagen geteilt durch minus 16pi. So, 2000 durch 16 oder minus 2000 durch minus 16 ist plus 125. 125 geteilt durch pi, das ist gleich r hoch 3. Die dritte Wurzel aus 125 ist 5. Und die dritte Wurzel aus Pi ist einfach, schreiben wir einfach mal dritte Wurzel aus Pi. Also 5 durch dritte Wurzel aus Pi ist gleich R. Ich lasse das extra so stehen, denn wenn wir jetzt schon zu viel runden, dann müssen wir noch jede Menge quadrieren und Wurzeln ziehen und so weiter und schleppen dann so viele Rundungsfehler mit uns rum, dass es am Ende sehr ungenau wird. Also wir können schon mal sagen, an der Stelle 5 durch dritte Wurzel aus Pi, kommt irgendwas mit 3 Komma raus, haben wir eine Extremstelle. Jetzt überprüfen wir, ob das ein Minimum ist. Und dazu setzen wir das in die zweite Ableitung ein. Wo war sie? So, hier ist die zweite Ableitung. 4000 mal c durch r hoch 3. Ich glaube, ich muss das gar nicht aufschreiben. Wenn wir für r 5 durch dritte Wurzel aus Pi einsetzen, das hoch 3, kommt eine positive Zahl raus. Oben steht auch eine positive Zahl, 4000 mal c. Positive durch positive ergibt eine positive Zahl, plus 16 Pi mal c ist noch positiver. Das heißt, an der Stelle, wo haben wir sie, 5 durch dritte Wurzel aus Pi, an dieser Stelle kommt in der zweiten Ableitung etwas Positives raus, das heißt, wir haben einen Tiefpunkt. Also ich schreibe das mal daneben, Tiefpunkt. Als nächstes rechne ich die Höhe aus. Wir wissen, Grundfläche mal Höhe gleich 1000, also das Volumen 1000 Kubikzentimeter, Grundfläche mal Höhe gleich 1000. Und wir rechnen erstmal die Grundfläche aus. Pi r Quadrat, Pi mal. So, r Quadrat wäre 5 durch dritte Wurzel aus Pi und das zum Quadrat. So, mal die Höhe, ein bisschen Platz. Ich frage mich, ob du noch mitkommst, was ich hier tue. Mal die Höhe ist gleich 1000. So, beide Seiten geteilt durch Pi mal 5 durch dritte Wurzel aus Pi zum Quadrat. Also dieses Monster hier ist eine Zahl. Es sind keine Buchstaben dabei. Pi ist eine Zahl, dritte Wurzel aus Pi ist auch eine Zahl. Also wenn man das so in den Taschenrechner eingibt, kommt eine Zahl raus. Wenn man das jetzt einfach so in den Taschenrechner eingibt, dann kommt für die Höhe h gleich gerundet 27,31 raus. Also das ist die Höhe und der Radius. Den Radius hatten wir genannt 5 durch dritte Wurzel aus Pi. 5 durch dritte Wurzel aus Pi. Und das ist gerundet 3,41.
Damit haben wir unsere beiden Maße. Die Aufgabe ist knifflig, wie am Anfang schon gesagt. Versuch, die grobe Struktur zu verstehen. Die Dinge, die immer gleich sind. Hauptbedingungen aufstellen, das, was optimiert werden soll. Nebenbedingungen aufstellen, das ist die Einschränkung, die man hat. Nebenbedingungen umformen, das Umgeformte in die Hauptbedingung einsetzen. Von dieser Funktion dann ein Minimum oder Maximum suchen. Das ist immer gleich, immer derselbe Weg. Jetzt haben wir halt in dieser Aufgabe ziemlich kompliziertes Termumformungsgedöns. Schau dir das einfach nochmal an, Schritt für Schritt, versuch alles nochmal selber mitzurechnen. Manchmal kommt das Verständnis auch erst beim dritten oder vierten Durchrechnen. Also, viel Glück damit und ich höre jetzt auf zu quatschen.